Ja, hier könnte man auch schön fahren. Und wir machen sowas. Das Wetter irgendwie ziemlich bescheiden heute Nacht mit bis zu 96 km/h Windböen. Und darum geht es heute ein paar Trails. Von daher heute mal ein kleines, knackiges Video. Bis gleich. Heute wieder dabei Player Nummer 2, die Rakete. Weiter. Ja, und das war's mit der Tour. Hier kommen wir nicht weiter. Bis zum nächsten Mal. Und wer mir in die Kommentare schreibt, wie viele Bäume uns heute im Weg lagen, der bekommt eine Lenkertasche von mir. Ich hab Mountainbike, ich fahr da drüber. Oh Gott, ich krieg fast Kommentare von Wachsen. Weil die sich beschweren, dass ich den hier lächerlich mache. Good performance! Ich will ein Carbon-Mountainbike. Willkommen bei Betonplattenromantik 2022. Und jetzt bitte abonnieren. Dankeschön. Wir sind hier übrigens in der Nähe von Rangsdorf. Eigentlich ziemlich schnucklig und die Strecke ist übrigens auf Mountainbike geplant.
Und immer dran denken, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Was meint ihr, ist es eigentlich eine Mountainbike, Gravel oder ist es einfach nur bekloppt? Eigentlich ist es ziemlich cool, nach langem mal wieder eine Tour auf Mountainbike zu fahren. Egal, ob mit Gravelbike oder mit MTB, weil man einfach mal so viele neue Ecken sieht. Wir haben am Ende 46 Kilometer und waren locker 3 Stunden unterwegs, von daher eigentlich ziemlich cool. So, die knackigen Trails sind auf jeden Fall jetzt langsam zu Ende. Wir sind jetzt gleich auf dem Mauerweg, dann geht's nach Hause. Und wie gesagt, MTB, ca. 3 Stunden Fahrzeit. Ziemlich cool, anstrengend und sehr viel Blödsinn. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Liked, abonniert und lasst einen Kommentar da. Ciao!